Vielen Dank für diesen warmen Applaus und vielen Dank für die Einladung. Ich habe das Vergnügen, zweimal zu Ihnen oder zu euch sprechen zu dürfen. Diesen ersten Redebeitrag, der hat die Überschrift Polizei und Gewalt, also Polizeigewalt. Und bevor ich darauf, das ist relativ schwierig. Lauter! Und bevor ich darauf sehr konkret eingehen werde, was allerdings auch schwere Kost darstellt, möchte ich den Bezug der Polizei zu ihrer eigentlichen Handlungsgrundlage herstellen und weniger die Gesetzesgrundlagen skizzieren, sondern das, was das Bundesverfassungsgericht sich Anfang Dezember 2021 herausgenommen hat mit dem Durchwinken der sämtlichen Möglichkeiten des Staates, in unser aller Grundrechte einzugreifen. Anders als das Bundesverfassungsgericht meint, lassen sich pandemische Entscheidungen nämlich nicht sinnvoll ohne einen Maßstab des Rechts treffen. Eine Urteilstechnik, die diese Maßstäbe runterschreibt, leistet auch dem politischen System keinen Dienst. In der Entscheidungssituation der vollkommenen Politisierung wird nämlich nicht einmal der verantwortungsvolle Blick zu den Experten helfen, weil diese die Abwägungsentscheidungen gerade nicht vornehmen können. Es drohen Stimmungsentscheidungen, getrieben von Angst und massenmedialer Radikalisierung. Das haben wir die letzten Monate alle erlebt. Man kann nur hoffen, dass der Bundestag dann dasjenige Argument wiederentdeckt, das Karlsruhe nicht einlösen wollte, nämlich das Argument des Rechts. Und meine Damen und Herren, das hört sich sehr waghalsig an, was ich eben vorgetragen habe. Das sind aber nicht die Exoten der kritischen Polizistinnen und Polizisten, sondern das ist der Leitkommentar aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bei der Bearbeitung dieser skandalösen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Die Orientierung, die das Bundesverfassungsgericht liefert, heißt vom Juristischen ins Deutsche übersetzt: In der Pandemie stehen die Freiheitsrechte und die Formen des Rechtsstaats zur Disposition des Gesetzgebers. Die Beschlüsse des Gerichts sind die Protokolle eines pandemischen Umbaus des Rechtsstaats. Freiheit wird durch Gesundheit bewirtschaftet. Sehen wir hier den Ausnahmezustand, den das Grundgesetz formal überhaupt nicht vorsieht, in Gestalt einer rechtsstaatlichen Uminterpretation. Man fragt sich, welche rechtsstaatlichen Grenzen dem Gericht vor Augen standen, wenn die Verhältnismäßigkeitsprüfung keine Grenzen setzt und vertikale wie horizontale Gewaltenteiltrennung verzichtbar sind. Der Bundestag kann nur verlieren bei diesem Spiel, und er hat schon verloren. Bei dieser Demonstration und auch bei dieser Kundgebung steht die Gefahr der Impfverpflichtung stark im Vordergrund. Dazu hat die Medizinethikerin Christiane Wopen von einer allgemeinen Impfpflicht abgeraten. Thomas Mertens, der Vorsitzende der STIKO, ebenso. Gesundheitsminister Lauterbach begrüßt sie. Jedenfalls, und das wissen alle, die in den Entscheidungsebenen unterwegs sind, gibt es zur Rechtfertigung einer Impfpflicht medizinische Kriterien. Das Erzwingen von Solidarität, das hören wir ständig, als Grundlage allgemeiner Freiheitsausübung zählt nicht dazu. Wir sehen nur wieder den Gedanken der Freiheitsbewirtschaftung. Der Bundestag kann in dieser Situation eben nur verlieren, weil er Rechtfertigungsmaßstäbe jenseits des Gewissens aufbieten müsste und es unklar ist, woher diese kommen sollen, wenn es medizinische nicht sein werden. Sie erkennen daran, wie
in welche absurde staatsrechtliche Sackgasse sich unsere Verfassungsorgane, Bundesregierung, Bundestag und Bundesverfassungsgericht manövriert haben und uns allen das Leben schwer machen und einigen richtig zur Hölle. Bravo! Der letzte Gedanke zu diesen etwas mehr, also rechtstheoretischen Ansätzen. In der Pandemie soll die gerichtliche Kontrolldichte gering sein. Recht soll den Griff in den Instrumentenkoffer nicht beschränken. Nicht einmal, wenn es um offensichtlich unsinnige Maßnahmen geht, wie etwa, dass Eheleute ohne Kontaktbeschränkung nachts nicht spazieren gehen durften, obwohl die Ausgangssperre nur der Vollzugserleichterung von Kontaktbeschränkungen diente. Normalerweise hätte man in Karlsruhe geurteilt, die Maßnahme ist nicht geeignet, den Zweck zu erreichen. Also unverhältnismäßig. Als Teil eines Gesamtschutzkonzeptes war ungeeignetes, aber gleichwohl verhältnismäßig für diese Richter in Karlsruhe. Sie wissen, dass der Präsident des Verfassungsgerichts, der sitzt dem ersten Senat vor, der hier auch entschieden hat, Herr Habert ist, ein skandalöser Jurist, der aus dem Fraktionsvorstand der CDU/CSU gewissermaßen rübergeschickt wurde nach Karlsruhe von Mutti, der früheren Bundeskanzlerin dieses Landes. Und das, was ich jetzt hier vorgetragen habe, das ist eine so zentrale Kategorie für die illegitime Vorgehensweise unseres Staates gegen seine eigene Bevölkerung, die kann man nur mit diesen Ausführungen gedankenmäßig überhaupt erfassen und einigermaßen vernünftig für sich sortieren. Lassen Sie uns unser Recht weiter selbst in die Hand nehmen. Gehen wir auf die Straße, machen wir Versammlungen und erhöhen den Druck. Sie wissen, ich komme aus Hamburg. Ich war über 30 Jahre dort bei der Polizei tätig, in allen möglichen Verwendungen, zuletzt also Wirtschaftskriminalist im Landeskriminalamt. Ich habe im Stab gearbeitet, in der kriminologischen Forschung, Mordkommission und einige andere Spezialverwendungen. Ich habe knapp 10 Jahre Ausbildung bei der Polizei genossen und nun sollen Sie auch etwas davon wiederbekommen, nachdem Sie mit solchen Exoten wie mir entsprechend schludrig umgegangen sind. Ich darf Ihnen aus Hamburg Folgendes berichten. Ich habe kurz vor Beginn telefoniert. Sie wissen sicherlich, dass die Versammlung verboten worden ist. Letzten Samstag waren 14.000 offiziell, also ich war vor Ort, das waren über 20.000 Teilnehmer. Die Versammlung war durch und durch bürgerlich, also soziologisch sogar überrepräsentativ zum soziologischen Durchschnitt in unserem Land. Entsprechend waren auch die Darstellungen selbst in den also sehr angepassten Zeitungen wie Hamburger Abendblatt. Jetzt hat man dieses Verbot gestern erlassen. Die Veranstalterin hat jetzt 5 eigenständige kleinere Kundgebungen beantragt für heute, hat sie auch genehmigt bekommen und die Kundgebungsplätze platzen aus allen Nähten in den Stadtteilen in Hamburg. Das soll auch ein bisschen Motivation für Sie hier sein, so weiterzumachen. Die Polizei in Hamburg ist wieder mal überfordert, knüppelt aber nicht wie besinnungslos, wie bei G20 2017 in Hamburg, dem G20-Gipfel, sondern wirkt ziemlich orientierungslos und hat nichts mehr im Griff. Also es ist ein Knieschuss, was dieser Hamburger Senat wieder veranstaltet hat. Die Versammlungsbehörde in Hamburg ist Teil der Polizei. Und die hat dieses Verbot gestern Nachmittag erlassen, gewissermaßen auf Zuruf oder Amtshilfe der Sozialbehörde.
auch dieses Zusammenspiel ist einfach nur peinlich für ein gesundes Staatswesen. Jetzt würde ich endlich gerne auf die Polizei im engeren Sinne eingehen. Das ist inzwischen auch ein ausgesprochenes Trauerspiel in der Analyse und dann eben auch in der Bewertung, weil der Qualitätsverlust längst auf der schiefen Bahn seit mindestens 15 Jahren nur noch eine Richtung kennt, nämlich nach unten. Die Deprivation der binnenkulturellen Situation in unseren bundesdeutschen Polizeien, es gibt 19 verschiedene Polizeien und plus der Bundestagspolizei dann auch die 20. ist erschreckend. Inzwischen, meine Damen und Herren, ist es so, dass wenn Bürger Opfer von Polizeigewalt werden und die Beweislage nicht durch Journalisten oder laufende Bilder und andere Beweismittel, die schwer zur Seite zu schieben sind, durchgehend ihren Mandanten empfehlen, auf irgendwelche Strafanzeigen gegen Polizeibeamte zu verzichten, das Ganze als Lehrgeld zu betrachten, weil völlig klar ist, welches Programm stattfindet, wenn man Polizeibeamte beschuldigt. Es laufen die Gegenverfahren, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Beleidigung, Ehrverletzungsdelikte schlechthin, also alles Mögliche. Und dafür haben dann auch in der Regel diese Beamten entsprechende Zeugen, uniformierte Zeugen zur Seite. Alleine diese Sachverhaltsbeschreibung, da ist kein Quäntchen Polemik dran. Sie können in die Strafverteidigervereinigung gehen, nachfragen, neue Richtervereinigung oder andere Berufsverbände der Juristinnen. Sie werden Ihnen das dort alles so bestätigen, wie ich das gerade dargestellt habe. Und wir oder Sie im Besonderen wissen das ja von den Querdenker-Veranstaltungen, was dort an Übergriffen stattgefunden hat. Es wurden teilweise schwangere Frauen geschlagen mit Hilfsmittel der körperlichen Gewalt, Schlagstöcken. Dieser Vorfall ist in Berlin. 5 Beamte waren tätig, dokumentiert. In München wurde eine junge Frau, es wurde ein Kessel eingerichtet und selbst Spaziergänger oder Menschen, die einfach einkaufen wollten, waren in diesem Kessel gehalten und konnten nur mit Darlegung ihrer Personalien denselben wieder verlassen. Eine junge Frau hatte das dringende Bedürfnis, zur Toilette zu gehen. Nach einer bestimmten Wartezeit, nach weiteren 5 Minuten, kam dann eine weibliche Polizistin und begleitete sie zu einer Toilette. Die Toiletten, das ist eine ganz normale, bürgerliche, durchschnittliche Frau gewesen. Diese Toilettentür wurde offen gehalten. Sie musste offen gehalten werden, sonst hätte sie ihre Notdurft nicht verrichten können. Und erst als sie ihre Handykamera zückte, um das zu dokumentieren, wich die Polizeibeamtin ein Stück zur Seite. Und das ist auf dem Bild auch dokumentiert, das ist alles dokumentiert. Und dann konnte man erkennen, dass diese Polizistin auch eine eigene Scham hatte. Sie wusste, was sie für eine menschenunwürdige Behandlung dieser Bürgerin zuteilkommen ließ und versuchte, das irgendwie zu retten. Also solche ständigen Provokationen, Erniedrigungen aus verschiedensten Anlässen sind inzwischen alleine im Zusammenhang mit diesem fürchterlichen Corona-Missmanagement der Bundesregierung 100-fach, wenn nicht 1000-fach dokumentiert. Für Außenstehende ist das unglaublich schwer nachvollziehbar, was man über die Zustände in den Polizeien berichtet. Wir haben jetzt wieder die letzten 2 Wochen mehrere Aufnahmeanträge bekommen. Eine noch relativ junge Frau, vorzeitig pensioniert, völlig entsetzt, was ihre Kolleginnen und Kollegen auf den Straßen treiben, hat den Weg zu uns gefunden. Im vorletzten Herbst das sind relativ wenige Zahlen, aber es sind 11 Aufnahmen gewesen. Das ist für unseren kleinen Berufsverband, wir sind ein eingetragener Verein und der kleinste Berufsverband bei den großen Polizeigewerkschaften, ist das eine Hausmarke. Sowas kannten wir nur aus den 1980er Jahren,
kurz nach unserer Gründung. Das spiegelt nochmal, welche ohnmächtige Vorgehensweise durch die Polizeien stattfindet, sonst hätten wir nicht diesen relativ schönen Zulauf. Wir haben bei Stuttgart 21 vielleicht 3 Aufnahmeanträge bekommen. Sie erkennen daran, dass der Staat mit Hilfe der Polizei versucht, seine schlechte Legitimation notfalls auf der Straße auch mit Gewalt durchzusetzen. Jawohl, so sieht's aus. Ich hatte eingangs zu diesem Abschnitt ausgeführt, dass es einen fürchterlichen Qualitätsverlust in den Polizeien gibt. Das liegt daran, dass die Rekrutierung entsprechend traurig geworden ist. Wir haben Vorgänge, nicht nur in Hamburg, wo abgelehnte Polizeibewerber in 3 anderen Bundesländern dankend genommen werden. Wir haben Vorgänge, dass ganze Klassenarbeiten, auch an den sogenannten Fachhochschulen der Polizei, um 1 oder 2 Zensurstufen gehoben werden, damit der Durchschnitt gehalten werden kann. Und solche Beispiele kann ich Ihnen noch reihenweise darlegen, mache das aber jetzt etwas abgekürzt, weil die rechtliche Entwicklung dem entspricht. Also es werden im Grunde immer belanglosere Hürden für Eingriffsbefugnisse entwickelt, wann die Polizisten in die Grundrechte von Bürgern eingreifen können, weil sie auch Schwierigkeiten haben, das intellektuell noch überhaupt vernünftig umzusetzen. Also es ist sehr bedauerlich, aber es ist die Realität, meine ehemaligen Professoren für Strafrecht und Strafprozessrecht und der für Staatsrecht haben in den 90er Jahren, also ich hatte 4 Jahre Abgeordnetentätigkeit in Bonn, im Deutschen Bundestag, haben mir damals gesagt, Herr Wippesaal, wir haben jetzt Studenten und Studentinnen in den Hörsälen sitzen, denen können wir nicht mehr annähernd das beibringen, was wir ihren Gruppen beigebracht haben. Also verstehen Sie, das ist nicht, nochmal, mir ist das sehr wichtig, das ist nicht unsachlich, unsauber, das ist die Realität. Und sie ist sehr ernüchternd und sehr traurig. Auch für Menschen wie unsere Mitglieder, die ja nicht antreten, um die Polizei schlecht zu machen, sondern um sie besser zu machen. Aber nach wie vor... Aber nach wie vor ist es so, dass sich selbst höchste Polizeiführer für jeden Schweinkram hergeben. Denken Sie an Stuttgart 21, Wasserwerfereinsatz, Pfefferspray gegen alte Damen unter Zeltplan. Ähnliches haben wir auch jetzt vor 1,5 Jahren bei den Corona-Sachen erlebt, nicht nur in Berlin. Übermäßige Pfefferspray-Einsatz sowieso, eins der relevantesten Waffen vor dem Einsatz der Schusswaffe. Das wird inzwischen in einem Ausmaß und so selbstverständlich angewendet, dass einem nur das Grausen kommen kann. Der Korpsgeist, Sie haben jetzt das Glück, dass Sie hier Polizisten haben, die einigermaßen leger auftreten. Sie lassen die Versammlung laufen, den Demonstrationszug ebenfalls. Also Sie machen das, was vom Grundgesetz, Artikel 8 Grundgesetz und dem Versammlungsgesetz im Zusammenspiel mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung vorgesehen ist. Und im Grunde brauchen die dafür keinen Beifall. Wenn sie ihr Auto in die Werkstatt geben und Winterreifen aufziehen lassen, klatschen sie auch keinen Beifall, wenn ein Reifen abgeht, weil der Monteur die Mutter nicht richtig angezogen hat. Das ist ihr Job. Wir haben die Tatsache zu vergegenwärtigen, dass die Politik uns allen serielle Lügen auftischt. Sie haben alle verfolgt, dass der Präsident in Frankreich, Herr Macron, klar zum Ausdruck gebracht hat, was hier genauso stattfindet. Man will die Geimpften nerven, gewissermaßen jagen,
bis sie die Spritze endlich in den Arm setzen lassen. Macron ist einfach an der Stelle ehrlich. Man kann sagen, er ist ein Arschloch, dass er so denkt. Aber er ist ehrlich. Unsere Politiker, die machen genau dasselbe, aber sind total unehrlich uns gegenüber. Das wird ja immer behauptet, Schutz für unsere Gesundheit, gerade der Älteren, also so ein Typ wie mich jetzt mit 66 Jahren. Das ist alles absurd. Jawohl. Dazu werden andere noch Ausführungen machen. Der letzte Gedanke zu diesem Abschnitt. Die Rolle des Verfassungsschutzes, dafür fehlt die Zeit, die Ausführung zu machen. Gehen Sie davon aus, dass Desinformationsspezialisten auch der Bundeswehr längst eingesetzt sind. Aus dem Hintergrund. Was die Polizeipressestellen machen, das ist auch nochmal ein Kapitel für sich. Dazu hatte mein Staatsrechtler uns schon im Hörsaal gesagt, wer bei der Polizei Pressesprecher ist, der muss im Grunde schizophren sein, weil er ständig aus Scheiße Gold zu machen hat. Und ich zitiere auch noch den ehemaligen Rektor der baden-württembergischen Fachhochschule Polizei, der völlig entnervt den Job beendet hat, zurück nach Bielefeld gegangen ist, seinen Lehrstuhl als Kriminologe wieder aufgenommen hat. Der hatte mal das Bonmot geprägt, Polizei, und er wusste, wovon er spricht, nach den Jahren an der Fachhochschule dort. Polizei ist Management by Jeans. An jeder entscheidenden Stelle sitzt eine Niete. Und es gibt natürlich exzellente Köpfe bei der Polizei. Aber die Ausnahmen bestätigen leider die Regel. Also ich bin befreundet nach wie vor mit Kriminaldirektoren und mit anderen Leuten, weswegen wir Kritischen auch in der Lage sind, sehr aktuell diese Szenarien jetzt in diesem Fall gegen dieses Corona-Krisenmanagement entsprechend zu bewerten. Die Krönung aus den Sicherheitsorganen ist die Kreierung eines neuen Extremismusbegriffes durch den Verfassungsschutz. Man kriegt die ganzen Querdenker nicht in irgendeinen Extremismus. Ich habe das ja auch mehrfach gelernt. Und das ist auch staatsrechtlich eigentlich sehr klar definiert gewesen. Und jetzt kommen sie damit und sagen, wer den Staat delegitimiert, also wie ich das eben gemacht habe, mit dem Bundesverfassungsgericht, dass ich selbst praktisch die Herrschaft des Rechts abgesprochen hat. Und wie gesagt, das ist ein Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bekanntermaßen nicht linksorientiert. Wer den Staat delegitimiert oder Politiker verleumdet oder irgendwie übel wird, sei ein Extremist. Das würde bedeuten, wenn man das sauber zu Ende denkt, die ganzen Politikkabarettisten sind als allererste in der Extremismuskiste. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ich diesen zweiten Redebeitrag zu Parlament und Politik überhaupt im Zusammenspiel mit dem Corona-Elend noch halten darf, weil ich jetzt offensichtlich meine Zeit ja schon arg strapaziert habe. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Das kommt bei mir an, auch wenn Sie für mich dort im Dunkeln stehen. Und ich hoffe, dass Sie mit diesem Schwung auch den nächsten Samstag oder wann Sie wieder diese Aktivität machen, fortsetzen können. Alles Gute.